Das sieht toll aus. Und jetzt kommt's. Sie haben vielleicht zu Hause auch mal Gäste und das mit diesem Eindecken. Das mit den Messer und Gabel, das kriegt man doch hin. Aber hier haben wir jetzt das klassische Dessertbesteck. Löffel für den Knödel und Löffel für die Soße und die Gabel halt so zum Essen. Wie richtet man oder wie deckt man das jetzt richtig ein, ohne einen Fehler zu machen? Das ist eine berechtigte Frage, weil das wirklich in vielen Haushalten gar nicht klar ist, wie das genau gehört. Es gibt also alle Varianten, Löffel links, rechts, oben, unten. Und also ein kleiner Tipp eben, es ist so, dass die Gabel gehört so rübergelegt und der Löffel so rüber. Ich sage immer wenn ich ein Seminar gebe, sage ich immer, man kann sich's merken, der Löffel hat ein O drin, Löffel mit zwei Ö-Strichen, der Löffel öben, ja, also der kommt oben hin und die Gabel unten hin. Und gegengleich ist auch wichtig und man sieht das oft in sehr feinen Restaurants, kommt ja dann die Servicekraft und deckt das dann richtig ein, bevor man speist. Und dann wird das einfach rechts und links neben den Teller gezogen und dann hat es genau die gleiche Funktion wie sonst. Die Gabel ist links, Gabel links und der Löffel ist rechts, ja, also wie auch der Suppenlöffel normal eingedeckt. So merke ich mir das. Ja? Frage, ja, was ist bei Linkshändern? Auch dann wird es wird immer eingedeckt für Rechtshänder. Auch wenn jemand bekannter Linkshänder ist, es wird immer eingedeckt für Rechtshänder. Ja. Wenn ich ein bekannter Linkshänder bin, werde ich trotzdem so... Ja, gut. Ja, und in der Regel habe ich sogar jetzt mehrfach schon gehört, dass auch Linkshänder das Messer rechts nehmen. Okay, die passen sich einfach an. Ja, die werden wohl so erzogen. Also ja, ganz selten, dass ich jemanden habe. Kann ja jeder machen, wie er will. Genau. Dankeschön, Frau Erdmann. Guten Appetit, Mensch.